Hallo und herzlich willkommen am 27.11.2020. Heute ist Black Friday. Ich habe heute auch rumgeguckt, ob ich mir noch was kaufen kann, aber habe nichts mehr gefunden, was mich interessiert hat. Außerdem habe ich, bis auf das, was ich zur Seite legen wollte, das meiste ausgegeben und die Geschenke gekauft. Und somit war ich mit meinen Shopping-Einkäufen im Internet sozusagen erledigt. Also fertig und deswegen war der Tag heute nicht so spannend für mich. Ich habe heute mit Kerstin telefoniert. Das hat mir ganz gut getan. Es hat mir eigentlich nicht so viel gebracht, aber also jetzt an neuen Ideen oder so. Aber es hat ganz gut getan, mal über verschiedene Probleme zu reden und jemand zu haben, der zuhört und einen versteht und so. Und ja, das hat ganz gut getan. Und sonst war heute eigentlich nichts los. Morgen kommt wieder Sonja. Nachmittag. Der hat mir Corinna geschrieben. Nochmal, dass sie mich falsch verstanden hat. Und dass sie gedacht hat, sie. Ich hätte gesagt, sie braucht gar nicht kommen und ich fand die Art und Weise, wie sie das rübergebracht hat, nicht nett. Und habe mir dann gedacht, ich schreibe gar nicht zurück, weil eigentlich sind nur meine Nerven, die dabei draufgehen und naja. Eigentlich hätte ich zurückgeschrieben, aber ich habe mir dann gedacht, ich lasse jetzt mal in Ruhe und überlegen, wie sie sich mir gegenüber verhält und ob sie so weitermachen will oder nicht. Und ich hoffe, das teilt sie mir am Montag mit. Am Montag habe ich ein Gespräch mit Christoph. Das freue ich mich schon. Auch wenn ich ihn anrufen muss. Was mir sehr schwer fällt. Sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich war heute und gestern kaum draußen. Nur ein paar Minuten. Aber es ist auch ganz schön kalt draußen. Und es ist auch nachts immer so kalt. Dass ich eigentlich ganz froh war, dass ich nicht draußen war. Und ich habe so einen komischen Husten. Vom Verschlucken und so. Naja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Eure Ines, bis zum nächsten Mal.